Hallo und herzlich willkommen bei Kuckuck TV. Franz Müntefering hat in seinem Leben schon viele Funktionen ausgefüllt. So war er beispielsweise Bundesminister für Arbeit und Soziales sowie Bundesvorsitzender der SPD. Heute steht der 77-Jährige der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation, kurz der BAGSO, vor. Im Juni diesen Jahres war Franz Müntefering als Redner bei der Veranstaltung Bewegung in die Dörfer in dem kleinen Ort Ochtendung in Rheinland-Pfalz. Wir trafen ihn dort und haben ihn gefragt, wie er es denn selbst mit Bewegung und Sport hält, wie er das Engagement der Vereine dazu einschätzt und welchen Rat er Älteren zu diesem Thema geben würde. Als junger Fußball gespielt, aber das reichte nicht und er musste noch was anderes lernen, klar. Hab dann eine längere Zeit nichts gemacht und als ich dann im Bundestag ankam, haben wir da auch immer eine Mannschaft gehabt des Deutschen Bundestages, also so Freizeit-Jogger und Spieler gewesen und habe dann so mit 50 wieder angefangen, das zu systematisieren. Seitdem mache ich Gymnastik jeden Tag und Sport, laufen ein bisschen, machen auch nur Wandern. Aber jedenfalls jeden Tag was. Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen, für den ich viel unterwegs bin, die haben 2 Millionen Mitglieder, die sind älter als 40 und 600.000 sind älter als 60. Ich habe gesagt, was glaubt ihr denn, was die machen, außer dass die Sportschau gucken und Toto spielen? Also das wissen wir nicht. Er sagt, aber ihr müsst was tun für die Mitglieder. Also ruft die mal an und holt die mal zusammen und macht was dabei. Dann sagen die Sportvereine, ja, aber gut, wer soll das noch machen? Wir sind voll ausgelastet, wir Ehrenamtlichen. Und da sage ich dann den Älteren, das müsst ihr selbst machen. Es gibt genug Frauen und Männer, die sind 60 und 70 und 75 und die könnten sehr wohl so Bewegungssportgruppen für Ältere organisieren und lenken. Naja, man muss bei dem Wort Sport muss man immer vorsichtig sein, weil der Sport, das Wort Sport wird belegt mit Wettbewerb und mit Ehrgeiz und einer muss gewinnen und Leistung. Und das Problem, was wir eigentlich haben, ist, dass die älter werdenden, die des Sports entwöhnt sind, Angst haben, wieder in eine Leistungskurve hinein zu müssen. Also rede ich gerne vom Bewegungssport, damit man das mit dem Wort Bewegung ein bisschen aufhält. Und man muss gucken, dass man dann in den Sportvereinen oder in den Gruppen, die das machen, Menschen hat, die als Trainer arbeiten können und den Leuten Ratschlag geben können, wie sie sich wieder in den bewegenden Sport hineinbewegen. Man darf nicht sofort volle Pulle ran. Da passiert irgendwas und dann sind die alle frustriert. Das passiert nicht selten, dass die Leute 20 Jahre nichts machen, dann gehen die mal wieder los, laufen sie einmal, Sehne kaputt und dann ist Schluss. Das heißt, wir müssen es denen, die draußen sind, leicht machen, gedanklich, kognitiv da reinzufinden, aber auch körperlich Ratschlag zu bekommen, wie sie das so machen, dass sie sich nicht verletzen dabei und dass sie das dann auch gerne machen. Darum geht es ja. Es geht nicht um Leistung oder um spezielle Leistung, sondern einfach dem Einzelnen eigentümliche körperliche Bewegung auch zu haben. Die Altersbewegung zu haben. Dazu muss man die erstmal bringen. Dann haben wir auch ganz schnell Erfolgserlebnisse. Dann können die wieder 3 Treppen gehen, ohne dass sie stöhnen. Und dann können sie 10 Treppen gehen, von einem Stock in den anderen. Das sind dann immer schon ganz tolle Erlebnisse. Oder einfach mal 500 Meter gehen oder 1 Kilometer. Das ist ja unvorstellbar. Manche Leute können das überhaupt nicht mehr. Die gehen nicht so weit. Die gehen vom Haus ins Auto und kaufen ein und Doppelte von dem, was sie brauchen, essen das auch. Nach meinem Dafürhalten ist wichtig, dass eine Regelhaftigkeit dabei ist. Und dass man es am besten in einer Gruppe mit anderen macht. Weil sonst der innere Schweinehund dann einem doch dazu bringt, heute ist es zu heiß, morgen ist es zu kalt, dann ist Regen, dann ist Schnee. Nein, nächste Woche fange ich an. Und man muss am besten in der Woche 2, 3 Termine haben. Da habe ich versprochen den anderen, da bin ich morgens um 9 oder um 10. Und wenn ich dann nicht da bin, dann gucken die einen an und sagen, das ist wieder zu faul, also geht man mal doch lieber hin. Mensch braucht Bewegung und Begegnung. Man trifft halt Menschen. Und deshalb nicht sagen, geh in die Muckibude und trainiere irgendwo, sondern dass man sagt, geh da hin, Menschen. Und das ist vielleicht noch wichtiger. Das ist übrigens in kleinen Populationen, in kleinen Gemeinden, ist das leichter möglich als in großen Städten. Meine Erfahrung war so ein bisschen, dann doch mal Nachbarschaft und Verein und so. Wenn einer kommt und sagt, komm mal da hin und so und wir treffen uns da wieder, dann ist es noch mal eher was bewegt als in der Stadt, wo man sich nicht kennt, aus der Distanz. Das
Das war der Beitrag von Franz Müntefering. Wir haben uns sehr gefreut, ihn vor die Kamera zu bekommen. Wir verabschieden uns an der Stelle und wir freuen uns darauf, wenn ihr bei den nächsten Kuckuck-Beiträgen wieder einschaltet.